An der Ostsee tummeln sich jedes Jahr zahlreiche Urlauber. Vor allem die Insel Usedom und ihre langen Sandstrände sind bei Familien beliebt. Doch immer wieder kommt es an den Stränden zu Unfällen mit weißem Phosphor. Der gefährliche Stoff war im Zweiten Weltkrieg häufig Bestandteil von Brandbomben. Davon landeten einige bei fehlgeschlagenen Angriffen im Meer, die heute noch am Meeresgrund liegen. Langsam aber stetig rostet die Munition durch und je nach Wetterströmung und Wellengang werden immer wieder Teile von weißem Phosphor an den Strand gespült. Und das Phänomenale ist, dass dieser weiße Phosphor, wenn er mit Meereswasser in Verbindung kommt, mit den Algen und mit dem Sandstrand, verfärbt er sich braun. Und diese braune Farbe ist identisch den Bernstein. Und Bernstein wird häufig von Strandbesuchern gesammelt. Das Fatale, der weiße Phosphor ist nicht nur hochgiftig und im Meer vermutlich unbegrenzt beständig. Er entzündet sich auch selbst und das schon bei einer Temperatur von 20 bis 40 Grad Celsius. Weil die Sammler den weißen Phosphor häufig in die Hosentasche stecken, kommt es dann zu den teils schweren Verbrennungen. Wenn die Hosentasche brennt, nicht da reingreifen oder mit den Händen draufklopfen, sondern so schnell wie möglich die Hose ausziehen. Also die Brandursache und die Brandstellen müssen so schnell wie möglich vom Körper weg. Und wenn Sie am Strand sind, dann können Sie sich sofort hinsetzen und dann packen Sie mit den Händen ordentlich Sand darauf und dann hört das auch auf zu brennen. Aber nicht ins Wasser reinrennen, nicht irgendwas raufgießen oder irgendwo stundenlang mit den Händen drauf rumklopfen, das wird nichts, das hört nicht auf zu brennen. Neben der Brandwirkung und den bei Hautkontakt verursachten Verletzungen sind weißer Phosphor und seine Dämpfe auch hochgiftig. Deshalb ist Vorsicht geboten, auch wenn es nur zu einer Handvoll Vorfällen im Jahr kommt. Um auf die Gefahren hingewiesen zu werden, müssen Urlauber auf dem Weg zum Strand jedoch ganz genau hinschauen. Am Zugang wird auf Tafeln vor weißem Phosphor gewarnt.